Entertainerin Ilka Bessin lüftet unerwartet ihr trauriges Liebesgeheimnis. Entertainerin und Komikerin Ilka Bessin, 50, bekannt durch ihren Comedy-Alias Cindy aus Marzahn und zuletzt durch ihre Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance, enthüllt nun einen Tiefpunkt aus ihrem Liebesleben. Erfahre alle Details bei uns. Ilka Bessin, Opfer von Liebesbetrüger. In der heutigen Zeit gehört Online-Dating für Singles zur Normalität. Etliche Liebespaare lernen sich auf verschiedenen Dating-Plattformen kennen und ein paar von ihnen finden sogar ihr großes gemeinsames Liebesglück. Doch natürlich sind auch viele gefährliche Schattenseiten des Online-Datings allseits bekannt. Statt sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, sitzt am anderen Ende des Bildschirms mitunter ein sogenannter Love Scammer. Ein Liebesbetrüger, der sich gezielt Opfer sucht. Sie manipuliert und ihnen die große Liebe und Zuneigung vorspielt. Love Scammer nutzen die Gefühle ihrer Opfer aus, lullen sie so lange ein, bis sie bekommen, worauf sie es abgesehen haben. Das ist in der Regel Geld. Oft gehen Liebesbetrüger dabei mit sehr viel Raffinesse vor, sodass nicht nur gutgläubige Menschen auf die Täter reinfallen. Denn der Betrug ist gar nicht immer so offensichtlich, wie man denkt. Das musste unglücklicherweise auch Komikerin Ilka Bessin aus eigener Erfahrung erleben. Die Entertainerin macht jetzt öffentlich, dass auch sie selbst Opfer eines Love-Scammers wurde. Die Darstellerin sei verliebt und abhängig gemacht worden, erzählt sie dem TV-Sender Vox, und dann wurde auch bezahlt. Zwar geht Ilka weiter nicht ins Detail, doch gibt die Komikerin noch preis: wenn der mich an dem Nerv kitzelt, dass er mein Vertrauen bekommt, dann ist eh vorbei. Außerdem betont die Berlinerin, dass Opfern zu Unrecht Leichtgläubigkeit nachgesagt wird, denn viele unter ihnen handeln in anderen Bereichen ihres Lebens sehr wohl vernünftig, sind selbstbewusst und überlegt. Ich schäme mich auch nicht dafür, denn das kann jedem passieren. Denn wenn du liebst, machst du Dinge, wo du im Nachhinein, wenn du mit Mutti im Garten sitzt, auch manchmal drüber schmunzelst, sagt die Entertainerin.